Elektroautoflotten sind genauso einfach zu betreiben wie Verbrennerflotten bisher. Ihre Mitarbeiter laden zu Hause, egal ob an der Steckdose oder in einer bereits fest installierten Wallbox. Die Abrechnung erfolgt vollautomatisch, schnell, einfach und übersichtlich. Und statt einer Tankkarte bekommt der Mitarbeiter eine mobile Ladestation mit Zähler, womit der oder die Angestellte dann überall laden kann. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Die grundsätzliche Frage, warum Sie zu einer E-Autoflotte wechseln sollten, lässt sich mit zwei Punkten recht einfach beantworten. Zum einen kann die E-Autoflotte helfen, damit Sie Ihre CO2-Ziele erreichen. Und zum anderen kann die Flotte, wenn sie elektrisiert wurde, ihre Gesamtkosten, also die TCO, erheblich senken. Und das vor allem, wenn Ihre Mitarbeiter zu Hause laden. Und abgesehen davon, machen E-Autos auch einfach Fun. Spaß beiseite. Welche Vorteile bietet denn das Laden zu Hause? Betriebskosten senken. Das Laden zu Hause ist pro geladener Kilowattstunde viel günstiger als an einer öffentlichen Ladesäule. Und je höher der Anteil von daheim geladener Kilowattstunden, desto besser für die Gesamtbetriebskostenbilanz. TCO. Zeit ist Geld. Laden zu Hause geht über Nacht oder während Ihr Mitarbeiter arbeitet und das Auto ohnehin rumsteht. Der Extraweg und die Zeit, bis der Akku voll ist, an der öffentlichen Ladesäule entfällt somit komplett. Ein hoher Anteil an AC-Ladungen reduziert den Stress Ihres Fahrzeugakkus. Der Akku degradiert weniger und das ganze Fahrzeug hat eine höhere Lebenserwartung und somit auch einen viel höheren Restwert. Der Akku ist jeden Morgen frisch aufgeladen, ohne dass man extra was dafür tun muss. Und so kann Ihr Mitarbeiter total gelassen in den Tag starten. Aber gibt's da nicht etliche Hindernisse? Typische Hürden für das Laden zu Hause sind, dass der Mitarbeiter noch gar keine Ladestation hat. Im besten Fall hat er schon so eine Starkstromsteckdose. Andere haben schon eine privat installierte Wallbox mit Dose oder mit Kabel. Die korrekte Abrechnung ist kompliziert, unübersichtlich oder meist faktisch unmöglich. Juice löst das alles. Mit der mobilen Wallbox, dem Juice Booster 3R, haben Sie einen digitalen, präzisen Stromzähler dabei mit Abrechnungsfähigkeiten und einer kostenlosen App für den Export von Ladedaten. Dabei passt sich der Booster an jede Situation Ihrer Mitarbeiter an. Und sollte selbst eine solche Steckdose mal zu weit weg sein, haben wir auch Verlängerungskabel. Am besten ist natürlich eine solche Industriesteckdose, welche sich auch sehr kostengünstig installieren lässt. Für den Fall, dass der Mitarbeiter bereits eine Wallbox hat, aber mit einer Dose, kann er einfach unseren Typ 2 Adapter verwenden und somit den Juice Booster dazwischen schalten. Und dann gibt es natürlich noch den Fall mit Mitarbeitern, die bereits eine Wallbox mit Kabel haben. Und jetzt kommt unser Wallbox Adapter zum Zuge. Ich zeige kurz, wie ihr ihn in Betrieb nehmt. Als erstes nehmen wir die Haube vom Wallbox Adapter ab und schließen den Juice Booster an ihn an. Nun setzen wir die Haube wieder auf den Wallbox-Adapter drauf, fixieren sie. Wenn der Mitarbeiter nun für die Firma laden möchte, öffnet er den Port des Wallbox-Adapters, schließt seine Wallbox an ihn an. Wenn alles nun korrekt aufgebaut ist, kann der Mitarbeiter sein Fahrzeug mit dem Juice Booster-Kabel verbinden und wenn notwendig seine Wallbox authentifizieren. Und somit bekommt der Juice Booster Strom und zählt die Ladung für die Firma mit. Mit allen im Einsatz befindlichen Boostern wird also eine monatliche Abrechnung erstellt, die Sie entweder in Papierform bekommen könnten oder wie gewohnt am PC. Wie läuft das dann nun konkret für Sie als Flottenmanager ab? Wenn Sie möchten, erhalten Sie von uns eine definierte Menge an Juice Boostern und auch zwei unterschiedliche RFID-Karten, damit Sie private und gewerbliche Ladevorgänge in der Abrechnung voneinander trennen können. Somit können Ihre Mitarbeiter direkt von Stunde 1 mit den Ladevorgängen beginnen, welche dann monatlich in der Abrechnung erfasst werden. Wenn Sie damit noch weniger zu tun haben möchten, schicken auch wir Ihren Mitarbeitern gerne die Booster und somit haben Sie überhaupt keinen Stress. Wenn ein Mitarbeiter einmal umziehen sollte, nimmt er den Booster einfach mit und sollte ein Mitarbeiter einmal aus dem Unternehmen ausscheiden, gibt er den Booster mit dem Fahrzeug zurück. Für Ihre Firma entfallen somit komplett die Rückbaukosten. Die Juice EV Fleet Solution. Alles aus einer Hand, alles vollautomatisch. Einfacher geht's nicht.